Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Teilnehmerinnen, liebe Unterstützer der Lichterkette. Ich finde, die Lichterkette ist eine großartige Initiative, weil sie Bürgermut und Gemeinsinn ein Zuhause gibt. Besonders beeindruckend finde ich, was Sie und Ihre Partner alles in Bewegung setzen, um Flüchtlinge auf ihrem Weg in unsere Gesellschaft zu unterstützen. Mein Dank gilt allen, die sich ehrenamtlich für die Lichterkette engagieren oder den Verein mit Spenden unterstützen. Sie sind es, die unsere Demokratie stark machen. Ich wünsche Ihnen und der Münchner Lichterkette weiterhin viel Erfolg, herzliche Grüße und alles Gute aus Berlin. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen zu 25 Jahre Lichterkette. Ich denke jedes Mal zurück an diesen wirklich sehr besonderen Abend vor 25 Jahren. Man muss sich das mal vorstellen, das waren vier junge Leute, die hatten eine Idee und haben in einem unfassbaren Kraftakt, ohne Handy, ohne Internet, über 400.000 Menschen hier auf die Straßen Münchens gebracht. Giovanni Di Lorenzo, Chris Häberlein, Gil Bachrach und Christoph Fisser. Und bei uns ist heute Abend Christoph Fisser, der seither, seit 25 Jahren aktiv im Vorstand der Lichterkette ist. Herzlich willkommen, Christoph. Christoph, vor 5 Jahren haben wir das 20-Jährige gefeiert und damals gab es so eine unglaublich positive Stimmung. Wir haben gesagt, Mensch, eigentlich müsste es den Verein gar nicht mehr geben, alles ist jetzt soweit ganz gut. Ihr habt ernsthaft darüber nachgedacht, euch aufzulösen. Wir haben wirklich daran gedacht, aufzuhören und immer wieder diskutiert, weil es ist dann doch viel Aufwand für alle gewesen. Allerdings muss ich sagen, in den letzten 5 Jahren war davon leider nicht mehr die Rede. Dazu hat sich einfach die politische und die gesellschaftliche Landschaft viel zu sehr verändert. Wenn man die hasserfüllten Kommentare im Internet beobachtet, was wir permanent machen, wenn man die Zunahme des Rechtspopulismus beobachtet und den steigenden Antisemitismus und wenn dann zum Schluss auch noch die AfD im Bundestag sitzt, dann kann man nicht aufhören. Christoph, dann wünschen wir dir und dem Verein und allen, die da so aktiv und engagiert sind, alles, alles Gute für die nächsten 25 Jahre. Ja, du bist danke dabei. Dir, ich bin dabei, ja, solange ich kann. Danke. Er geht keinem politischen Konflikt aus dem Weg. Er ist ein Kämpfer und ein Lichterkettenunterstützer der allerersten Stunde. Hier ist Konstantin Wecker. Eines fühlt sich doch zum anderen, nichts besteht für sich allein. Flüsse, die getrennt meandern, leiben sich dem Meere ein. Gut poliert erscheint das Schlechte oft in einem Strahlenkranz. Sein Heiliger, ein Sünder, gibt dir alles, werde ganz. Hochgestiegen, tief gefallen, zwischen Geistesblitz und Lallen, bin ich auf dem Weg zum Lieben, meinem Inneren treu geblieben. Und mich führen auf meiner Reise zum Verstehen viele Gleise. Zwischen Zärtlichkeit und Wut fasse ich zum Leben Mut. Zwischen Zärtlichkeit und Wut tut das Leben richtig gut. Wir sind mit der Überzeugung groß geworden, dass das Leben das höchste Gut und der Tod das größte Schrecknis ist und wurden doch Zeugen und Opfer von Schrecklichkeiten, die schlimmer sind als der Tod, ohne dass wir ein höheres Ideal als das Leben hätten entdecken können. Ja, wenn man einen solchen Text hört, der sich ja ohne weiteres auch auf heute übertragen lässt, dann wäre so der erste Impuls, der einen bewegt, die pure Mitmenschlichkeit. Nun gibt es aber praktische Grenzen dieser Mitmenschlichkeit, das wissen wir alle. Wo wir als Gesellschaft diese Grenzen ziehen wollen und wie wir sie definieren wollen, darüber möchte ich jetzt sprechen. Erstmal würde ich gar keine ziehen. Wieso soll es eine Grenze der Mitmenschlichkeit geben? Es sollte eine Grenze des enormen, absurden, perversen Geldverdienens geben. Da gibt es Grenzen, aber doch nicht der Mitmenschlichkeit. Sehe ich nicht ein. Also erstmal würde ich sagen,
man darf ja auch mal stolz sein. Und diese Stadt hat ein ganz anderes Image, nördliches Mainz. München ist nach Frankfurt die Großstadt mit den meisten Menschen mit Migrationshintergrund, weit vor Berlin. Berlin hat nur etwas mehr als die Hälfte prozentual. Und die Stadt hat es sehr geschickt hinbekommen, dass anders als in Berlin zum Beispiel keine Kurdenviertel entstanden sind, sondern bunte Viertel. Schwanthaler Höhe ist ein schönes Beispiel dafür. Und von daher ist die Integrationsfähigkeit offenbar dieser Stadtgesellschaft größer. Wir alle können uns erinnern, wie wir vor ein paar Jahren am Bahnhof standen, so viele Menschen, und haben die Geflüchteten empfangen. Mit einer Warmherzigkeit, mit einer Liebe. Das waren so schöne Bilder. Also da kommen mir fast die Tränen, wenn ich überlege, wie gewissenlose Menschen, Politiker und andere, es schaffen konnten, das umzudrehen in ein Klima der Angst. Ich glaube, dass es auch Gründe gibt für die Angst. Und wenn Politik und Medien diese Ängste nicht richtig wahrnehmen und ihnen kaum oder erst sehr spät entgegenkommen, dann hat man auch das, worüber wir heute klagen. Je vielfältiger eine Gesellschaft ist, je komplizierter eine Gesellschaft ist, und das wird sie auch durch Einwanderung, desto klarer müssen die Regeln sein. Konstantin, du darfst das letzte Wort haben. Ich nehme mein letztes Wort am Klavier wahr. Am Klavier? Okay. Ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Wenn die Erinnerung in die Knochen kriecht, ist mir kalt, muss ich die Augen schließen. An der Kälte halte ich mich fest, sie ist konkret und sie ist heute. Und ich schaue an mir herunter, an dem teuren, grau-schwarz melierten Mantel, der mir wie so vieles in meinem Leben beweisen soll, dass ich nicht von hier komme, nicht von hier. Aber heute ist der Mantel nicht Beweis genug. Ich freue mich jetzt, einen jungen Mann vorzustellen, der als 17-jähriger verfolgter Jeside aus dem Irak nach Deutschland kam. Ja, und heute ist er stolzer Besitzer von 2, bald 3 Getränkemärkten und einem gastronomischen Betrieb in Augsburg. Und ich begrüße sehr herzlich Alain Caillou. Ich glaube, als Mensch, man hat überall zweite Chance, wenn man es nutzen kann. Und Gott sei Dank hatte ich diese Möglichkeit, diese Chance zu nutzen. Und ich bin dankbar, dass ich heute hier stehen durfte. Also das ist, glaube ich, ich habe was geschafft deswegen. Ja, meine Damen und Herren, in München werden immer wieder die Ideen einzelner Menschen oder Gruppen zur Wirklichkeit. Aus einer Vision entsteht ein Projekt, sehr häufig auch mit Hilfe der Stadt. Und wir möchten Ihnen heute Abend Menschen vorstellen, die solche Projekte ins Leben gerufen haben. Ich gehöre zu den Flüchtlingen, die im 94 nach München gekommen sind. Und dann haben wir ein paar Frauen so gesehen, dass es ist ein großer Bedarf, die hier Teil der Gesellschaft zu werden. Und wir hatten gedacht, jetzt gründen wir einen Verein, damit dass wir die andere Familie, besonders afghanische Frauen, unterstützen können. Wir stehen für Lebensmut, wir stehen für Mut, für Wahrnehmung, für eine echte Chance. Mhm. Und wir sind auch bereit, dafür mal zu kassieren, sowohl von der Lichterkette auch als von Misserfolgen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man dieser Idee folgt und dass man, genau wie Herr Wecker das vorhin gesagt hat, dass man versucht, seinen Visionen zu folgen, um sie dann mit starken Partnern, wie zum Beispiel der Landeshauptstadt, auch umzusetzen. Mhm. Es ist schön, dass es hier eine Lichterkette gab, wobei ich ganz froh bin, dass danach der Lichterkettenverein kam und es nicht nur symbolisch war, sondern danach wirklich tatkräftig was passiert ist. Und ähnliches mit Bellevue, es ist natürlich ein bisschen ein Symbol, wir haben 40 Wohnplätze, das ist nicht viel, aber ich glaube, es ist für eine Stadt wahnsinnig wichtig, auf was sie sich bezieht und auf was sie stolz ist. Letztendlich ist die Stadt der Meinung, dass Integration und Teilhabe von Anfang an, vom ersten Tag, eine Rolle spielen muss.
Wir haben deshalb zum Beispiel Deutschkurse finanziert, die der Freistaat nicht finanziert hätte, weil er gesagt hat, die Leute haben keine Bleibeperspektive, die gehen eh wieder heim. Warum wollte er denen jetzt irgendwie noch Deutsch angedeihen lassen? Weil natürlich die Sprache der Schlüssel ist, den ersten Schritt eben in eine Gesellschaft zu machen und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt deshalb ist. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. In dieser Welt war für mich keine Ordnung. War das Lächeln des Polizeibeamten, der unsere Papiere kontrollierte, gutmütig, indifferent oder höhnisch? War seine tiefe Stimme grollen oder voller Wohlwollen? Ich wusste es nicht. Meinte es der alte, bärtige Jude, dessen gurgelnden Laute ich immerhin als Sätze aufnahm, gut mit uns? Oder waren wir ihm verhasst? Der stimmengrollende Polizeiagent, der gurgelnde Jude waren meine Herren und Meister. Zu Zeiten fühlte ich mich vor ihnen hinfälliger als vor dem SS-Mann daheim. Denn von dem hatte ich wenigstens mit Bestimmtheit gewusst, dass er dumm und gemein war und mir nach dem Leben trachtete. Um als Lichterkette weiter vital bleiben zu können, brauchen wir beides, Realitätssinn und Visionen. Vor allem aber brauchen wir Sie und euch als Fördermitglied, als Partner bei unseren zahlreichen Projekten und natürlich als Spender. Es ist so viel Realpolitik und Pragmatismus überall, dass die absichtslose Mitmenschlichkeit auf der Strecke zu bleiben droht. In diesem Sinne, auf die nächsten 25 Jahre. Danke. Ganz zum Schluss hören wir nochmal Konstantin Wecker mit, ich möchte mal sagen, der Lichterkettenhymne. Sage nein, Konstantin. Wenn Sie es ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn Sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Wir brauchen mehr noch als damals dieses bürgerliche Engagement für Demokratie und vor allem für eine grenzenlose Menschlichkeit. Es berührt einen, weil man einfach merkt, die Zeiten verändern sich wieder und man kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Die Rede von Peter Probst, das war einfach ein Appell an Mitmenschlichkeit und ein Plädoyer mit einer Haltung, das fand ich einfach ganz toll. Die absichtslose Menschlichkeit, die er zitiert hat, ist auch mein Credo und ich denke, das ist auch das, wodurch wir Mut bekommen, mit diesem Denken weiterzumachen als Lichterkette. Und wenn aufgeblasene Herren dir galant den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst dein Heim und Herd. Tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Die Lichterkette ist ein Verein, der einfach in der Mitte der Gesellschaft ist. Es berührt mich sehr, dass München eine Stadt ist mit so viel Bürgersinn und mit so viel Engagement. Und das ist etwas, was vor Jahrzehnten der Stadt niemand so richtig zugetraut hat. Und es macht mich jedes Mal wieder ein bisschen stolz. Dass Giovanni Di Lorenzo sich getraut hat, das zu sagen, was er gesagt hat, hier und nicht einem Comment des Gutmenschentums anheimgegangen ist. Das finde ich wunderbar. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendein Staat oder dass irgendwelche Großunternehmen alleine Probleme lösen, sondern es braucht Menschen, die das in ihrer Freizeit machen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich würde mir wünschen,
dass es heute auch noch gelingen könnte, so eine Lichterkette auf die Beine zu stellen. Ich muss sagen, dass ich dieses Programm so toll finde, so unbürokratisch, so lebensecht und nah an den Leuten und an den Projekten dran, dass ich mir einfach wünsche, dass das auch in die zweite Runde gehen kann und noch viele weitere Projekte davon profitieren können. Und wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, habt dann keine Angst zu schreien, sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, Tobezirne, misch dich ein, sage nein! Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, Tobezirne, misch dich ein, sage nein! Sag nein! Sag nein! Sag nein!